Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Star Stable News Update vom 11.01.2017. Ja, ihr merkt jetzt vielleicht schon am Geräusch, es hallt jetzt so ein wenig, das lässt sich jetzt zurzeit aber nicht vermeiden. Da ich jetzt schon hier in meinem neuen Gamer-Raum sitze, ich hoffe, dass es jetzt demnächst beim nächsten Mal besser wird. Also sollte es noch in einigen Folgen vorkommen, entschuldigt das bitte. So, dann kommen wir zu den News. Das erste, was natürlich aufgefallen ist, diese Woche ist der Schnee verschwunden. Was mich aber eigentlich ein bisschen wundert, denn ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Schnee länger bleibt. Wahrscheinlich so bis Februar oder so. Aber naja, Kirbig im Grünen ist ja auch recht schön. Des Weiteren ist jetzt eine Questreihe bei Frau Holzwurz freigeschalten worden. Und das wollte ich euch jetzt mal vorlesen. Und zwar, seit Menschengedenken ist es in Kirbig Tradition, die Festtagszeit mit der Suche nach dem allerletzten Geschenk abzuschließen. Das bedeutet natürlich, dass auf der ganzen Insel Schatzjäger vorzufinden sind und jeder einzelne von ihnen versucht, die letzte Gelegenheit, diesen magischen Moment, wenn man das Geschenkpapier aufreißt und nachschaut, was sich darunter verbirgt, zu erleben. So, und zwar die Quest, die ist, wie gesagt, schon bei Frau Holzwurz. Die Quest an sich, was ich jetzt danach gelesen habe, wird zu Beginn noch nicht angezeigt, also dieses Schatzsucher-Quest wird, glaube ich, nicht angezeigt im Questlog. Dafür muss man die Quest bei Frau Holzwurz an sich erst starten. Und dafür müsst ihr ja schon Folgendes erledigt haben. Also um diese Questreihe machen zu können. Ihr müsst bei Professor Jura in Firgrove, ihr müsst ein Bild von Herrn Sandmann bei Elisabeth gelassen haben. Elsa Einstein im Dinotal. Ihr müsst bei Nick Stoneground bei der Post nachgeschaut haben. Jamie Oliver Olivenbaum in Newhill Chest. Ihr müsst Rückkehr ein glutenfreies Brot gegeben haben. Catherine in Jarlaheim. Ihr müsst Frau Drake bei dem Café bei Starbucks gekauft haben. Pamela Moonriver im Mondsicheldorf. Mondsicheldorf, ja. Ihr müsst Sans die GED-Tanks von Nassenburg gefüllt haben. Okay. Bürgermeister Klaus im Westkap Fischerdorf. Ihr müsst Bürgermeister Klaus erzählt haben, wie ihr den Schlüssel zur Stadt wiederbekommen habt. Und auf Marleys Farm. Ihr müsst Kani am Weingut gesprochen haben. Also ich denke, das wird diese Quest mit Butterfly sein. Des Weiteren gibt es solche kleinen Stände jetzt überall in Kirbig. Das ist dieser Wunschbrei. Man kann, wenn man da drin so eine Mandel findet, darf man sich was wünschen, das kann man gegen ein kleines Getränk eintauschen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Diesen Robert heißt er, den findet ihr im Mondsicheldorf, New Age Crest, Derlheim, Westkap Fischerdorf, Silverglade, Fort Pinter und Moorland. Ich kann mich da jetzt leider kaum noch dran erinnern, wie das jetzt war. Aber ich denke, das ist nur so kleine, nette Nebending. Des Weiteren gibt es eine kleine Quest bei James, das heißt James Weihnachtsputzwettbewerb. Er wird uns vermutlich wieder alle möglichen Arbeiten aufdrücken. Und Star Stable meinte, wir sollen uns da trotzdem entsprechend dafür entlohnen lassen. Des Weiteren gibt es natürlich noch die Sache mit dem Pferdemarkt. Der hat diese Woche in Fort Pinter eröffnet. Und die Star Stable News an sich von Star Stable selbst, das wird noch eine Weile dauern, bis dort wieder ein Video kommt, aber Star Stable meinte, dass das bald wiederkommt. So, das waren jetzt die News von dieser Woche. Dann hätte ich von meiner Seite noch eine Frage an euch, und zwar, ich habe vor einer Weile schon Star Stable Quests aufgenommen, aber wenn ihr euch an die Weihnachtsvideos erinnert, die Qualität war jetzt nicht so wirklich das Wahre. Das Bild ist halt so verpixelt und so weiter und so fort. Das Problem an der Sache ist jetzt, ich habe Story-Quests aufgenommen. Und jetzt ist halt die Frage, wollt ihr die trotzdem sehen? Ich glaube, das sind 4 oder 5 Folgen. Das heißt, die würden dann irgendwann eine von diesen Wochen füllen. Oder soll ich die überspringen und lieber wieder mit besserer Qualität aufnehmen? Ich meine, diese Woche werde ich jetzt nicht mehr schaffen als die Star Stable News an sich. Ich werde natürlich noch, was ich versprochen habe, dieses Pferdekauf-Video. Das habe ich in letzter Zeit jetzt komplett versemmelt. Das werde ich jetzt gleich nebenbei mit hochladen, in der Hoffnung, dass es jetzt die Woche noch kommt. Und ja, also, es wäre vielleicht schön zu wissen, ob ihr die Folgen sehen wollt oder nicht. Da bedanke ich mich an dieser Stelle vielmals fürs Zusehen, wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Update. Und ja, dann sehen wir uns dann in einer der Star Stable-Folgen wieder. Bis dahin.
Natürlich.